meine, dass es eine unglückliche Niederlage war. Wir haben das Problem bei einem Ergebnis von 0-1, dann das so zu beurteilen. Ich denke, wir sehen uns auf einem guten Weg von unserer Entwicklung her. Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die sich verteidigt hat, das Ergebnis verteidigt hat, einen tiefstehenden Gegner. Wir haben Möglichkeiten vorgefunden. Wir haben nicht immer richtige Entscheidungen getroffen. Der Wille, das Engagement, auch die Möglichkeiten waren da. Ich kann der Mannschaft so wirklich keinen Vorwurf machen. Torhüter hat ausgezeichnet reagiert bei zwei, drei Situationen. Und ja, und so verlieren wir dann im Spiel eben 0-1. Ich glaube, wir haben gute Ideen, gute Lösungen gehabt, um den Riegel zu knacken. Es waren Chancen dabei. Heute haben wir ein paar Zentimeter gefehlt, das war bitter, weil wir natürlich gern zumindest einen Punkt mitgenommen hätten. Aber das ist, manchmal läuft es ein wenig unglücklich. Heute war das so, denke ich. Dankeschön. Ich war schon verwundert, dass das Foulspiel nicht gepfiffen wird und eine Sekunde später war ich dann nochmal ein wenig überrascht. Aber ist eben so, Situation war, denke ich, klar. Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht. Aber mehr, oder wirklich viel mehr möchte ich zur Schiedsrichterleistung nicht sagen, denn ich habe in den letzten Wochen mitbekommen, dass es relativ teuer wird. Ich glaube, dass so wie ich es gehört habe, jeder sagt, dass es ein Handspiel war. Ja? Es gehört nun mal zum Spiel mit dazu, dass unglückliche Entscheidungen getroffen werden. Mal werden glückliche Entscheidungen getroffen, mal ist Köln betroffen, mal ist Hannover betroffen. Das ist Teil des Spiels. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, was du erwartest. Ich habe das Tor nicht gesehen. Der Spieler ist zu mir gekommen, hatte eine taktische Frage. Da habe ich ihm eine taktische Antwort gegeben. Und das Tor habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ich gucke mir das gleich in Ruhe an. Ja, aber ich werde jetzt nicht, weil wir in diesem Spiel krass benachteiligt worden sind, da jetzt über irgendwas diskutieren. Ja, es ist... Es ist ganz einfach schwierig.